Herzlich willkommen zurück zu Warhammer Vermintide 2. Wir spielen heute mal wieder ein schnelles Spiel. Ich habe eine Random Sienna dabei. We've trouble in Und wir spielen Elmgarth. mal wieder die Our old Hellscourge. acquaintance Burble Spew Hailscourge has started to Bin ich summon mal gespannt a plague drauf. Large enough to cloak the whole town. Good for the Northlanders, bad for the rest of us. Ich hatte eigentlich vor, einen Chaos Waste aufzunehmen, auch wenn die Folgen eine Stunde lang gehen, aber es ist einfach gerade nicht möglich für mich, weil das Spiel stürzt zu oft ab. Aber, was Besonderes, ich habe mal dran gedacht, den neuen Skin zu wählen. Auszuwählen. So, einen habe ich getroffen, den anderen auch. Müssten wir jetzt gleich down gehen. Hab mich gerade gewundert, wie der hier überhaupt noch überlebt hat. So, bisschen viel Feuer, aber das gehört ja auch dazu. Aber wird glaube ich gerade noch irgendjemand bei. Aber ich. Jetzt ist er beigetreten. Slack den mal kurz, wenn jemand beitritt. So, ich hatte ja. Na gut, ihr habt es nicht gesehen, weil die Folge fehlgelaufen ist und nur 5 Minuten drinne. Da hatte ich auch das Schwert hier gespielt und hat echt meinen Spaß gehabt. So, wir können zurück. Oder auch nicht. Ah, das war sogar gar nicht populär. Da bin ich ja ganz rot drüber. Okay, perfekt. Ah, da hat mich der Chaos Wave getroffen. Ja, ich ziehe ihn da kurz weg und schieße mal mit meinem Bogen rein. Ich mache auch sehr viel Schaden. So, ich kann mal kurz hier zur Wegjump bewegen, schnell. Einen habe ich wieder. Den habe ich dann sogar das Schild zerstört. So, dann hole ich mir mal schnell das eine Tomb hier. Und das muss ich auch ausspielen, dass ich die Ausweichreichweite hier habe mit dem Schwert. So. Das sind ein paar kleine, aber die sind ja kein Problem. Bin ich ja ohne. Macken durch. So, ich denke, dass das hier könnte von vorne kommen. Ja. So, müsst auch drauf gehen. Auch ein Ale nehme ich gern mit. Dadurch wird meine Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Und auch noch. Kriege ich 3%, glaube ich, Schadensresistenz oder so. Ich weiß nicht, ob es stimmt mit den. Also, ob das genau 3% sind oder ob das ein bisschen mehr sind. So. Autsch, das habe ich eigentlich mal blocken sollen. Okay, der ist auch schon fertig. Da hinten liegt ein Heiltrank. Ich glaube, die Mates bräuchten den. Ich guck mal, ob es hier was gibt. Manchmal, ich glaube, was anderes, außer die Mitspieler, die hier wieder spawnen, liegt da hinten nicht. So, dann ziehen wir mal weiter. Ich weiß noch, wo wir das letzte Mal mit Simon hier Hailscourge gespielt haben. Das war schon krass. Da sind wir einfach hier durchgerannt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Haben begonnen, dann zupp, 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 zupp. Waren wir durch. War schon lustig. So, ich geh mal hier drauf. Vielleicht kann ich hier hinten schon mal irgendein. Ja, das Raum werden wir aufschalten, aber das war nicht so. So. Dead is dead. We can do nothing for them.
Alles gut. Ja, ich sage immer, ich gehe selten hier lang, aber jetzt gerade gehe ich ja ein bisschen öfter den Weg hier lang. Gut, wenn alle da runtergehen, gehe ich durch den Keller. Ein paar Sekunden sollte ich auch ohne Probleme hier durchgehen können. Okay, da kriegt er mir den fertig gemacht. Ja, ich bleib mal bei Sienna. Ich glaube, Victor kommt auch zu mir. So. Ich habe einen Konzentrationstrank von Baden bekommen. So. Kümmere ich mich dann mal um den Weg hier. Autsch. Das meinte ich nicht mehr zu kümmern. Ja, gut. Ne, ich heb mir die Bombe auf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass gleich ein Monster kommt. Sobald man da reingeht, kann es im Spawn. Ich krieg nochmal schnell. So. Der Rattling Gunner ist auch jetzt weg. Oh, hier ist noch ein Trippers. Nehme ich gern mit. Und dann habe ich jetzt 9% nochmal Attack Boost für 5 Minuten. Vielleicht droppt der Zwerg auch nochmal eins, aber das weiß ich ja nicht. So, ich lade die Folge jetzt auch hoch, während ich noch das No-Hut-Event von vor dem Update hochlade. Ich empfehle euch, das unbedingt auszuchecken. Das ist sehr cinematisch. Und das ist auch in der Event-Playlist zu finden. Ah, da krieg ich noch mal eins. Ja, ich mach mir hier auch ein bisschen. Ah, ich muss sagen, das Schwert ist echt wunderschön schnell. So, irgendjemand wollte doch den Folianten holen, oder? Ne, ich habe schon einen. Ah, der Victor hat den schon, perfekt. Hier habe ich ja auch erzählt, letzte Folge. Diese Fässer stehen ja nur da, weil da so ein Loch ist, wo die Ratten rauskommen. Und hier hinten liegt auch Kunst. Aber die beiden ignorieren das. Vielleicht haben die schon eine Kunst. Oder alle gesammelt, aber das müssten sie euch sagen. Gut, ich wollte nicht durch Sienna schießen, aber ist dann halt passiert. Ich habe ihn nur am Arm getroffen, aber hat wohl ausgereicht. Okay, ich dachte, da wäre noch ein Life Leech, der mich ansaugt. Ja, da war noch einer. Gut, wenn es niemand mitnimmt, trinke ich halt. In der Folge habe ich hier mehr Bier getrunken als Simon Heiltränke bei den normalen Folgen. Vielleicht ist noch irgendeins. Aber wir warten jetzt erstmal. Hier stehen ja überall ein bisschen Kürbisse rum als Halloween-Deko. Bis zum 7. Müsste es ja noch sein, das Halloween-Event. Problem ist noch, es kommt gerade keiner wirklich hier hoch. Doch, der ist noch für mich. Ich hoffe, das wird sich im nächsten Spiel ändern, in Darktide, dass man nicht mehr durch Gegenstände hier so durchschlagen kann. Das wäre ganz schön. So, ich sollte vielleicht nicht zu sehr runterspringen. Um ein bisschen Schaden zu vermeiden. Genau, da unten liegt immer das erste Grimoire. Im Turm liegt dann das dritte Turm.
Ja, ich konnte da nicht helfen. Aber Sienna hat zum Glück nichts Wichtiges dabei. Aber es tut mir trotzdem leid. Und ja, shit happens. So. Ja, ich kann den Schild ja so schön weghauen mit dem Schlag. Und der Kuba, der sieht wie Veteran aus, der weiß, hier ist das Team. Es wackelt ein bisschen. Was auch immer eine gute Strategie ist, bei einer Welle nicht vorzurennen. Weil vorne stehen oftmals Gegner. Und die locken wir dann nur noch unnötig an während der Welle. Manchmal spawnt dann auch ein Monster, wenn wir bei diese Keypoints in der Map sind, wo die Monster spawnen können. Das muss ja noch unbedingt raus. Ich möchte den Assassin mal so mit dem Hieb hier runter bekommen. Genauso. Also, mir gefällt das Schwert hier schon mehr und mehr jetzt gerade, wenn ich es spiele. Aber es ist ja mit jeder Waffe so. Man muss sich da erstmal rangewöhnen. Dran gewöhnen, einspielen. So, vielleicht kann ich hier mal durch, ohne die Tür zu zerstören. So viel dazu. Okay, auf die Rattling kann ich jetzt noch nicht schießen, das sehe ich hier noch nicht. Gut. Da wäre nochmal ein Feuer, aber das brauchen wir ja nicht wirklich. So, ich hole da mal ganz schnell Sienna. Kann ich den mal hier im Rücken. Ich kann ja, es gibt ja irgendwie so einen Bug, wenn ich wenn ich einmal kurz anvisiere und dann nochmal leicht drauf schieße, dann kann ich ganz schnell hintereinander fallen so. Da oben ist diese Nörgelbeule, die er zerstören kann. Aber ich komme da gerade nicht ran. Ich muss ja aufpassen, nicht, dass das was hier irgendwie. Okay, so viel dazu. So, der Nörgelbeule ist jetzt außerdem zerstört worden. Ich glaube, ich war das. Da liegt jetzt so eine, wie so eine Pfütze, die ein wenig Schaden macht, wenn man reingeht. Und man wird langsamer, das ist das Schlimmere dabei. Okay. Ja, ich spreche gerade so voll gerne in die Gegner rein, um die mit dem Schwert zuzubekommen. Ah, hier ist noch einer. Oder auch nicht. Manchmal gibt es da, wo die beiden Mates gerade langlaufen, noch ein paar Kleinigkeiten zum Aufsammeln, aber da bin ich jetzt nicht gewesen. So. Ich dachte, da wäre noch einer neben mir gewesen, aber der war nicht so. Ah, hier ist Heilung. Kannst du Anna gerne mitnehmen. Ich lasse sie auf jeden Fall mal liegen. Und manchmal liegt hier hinten, glaube ich, auch irgendwo Kunst rum. Aber ich weiß jetzt nicht genau. So. Okay. So, dann möchte ich wieder hier. Ich habe von dem gar keinen bekommen. Das ist schon schade.
Gut. Ja, mit Sienna ist es immer so eine Sache, da zieht man immer so wenig. Der Fabiano, mit dem habe ich ja oft auch gespielt. Ja, beschwert sich dann auch immer, dass wenn Sienna dabei ist, weil man, wie man hier gerade sieht, nicht wirklich viel sieht. Aber er spielt auch immer den Zwerg, das hat so nah am Boden. Da kann man nicht wirklich viel gegen machen. So, jetzt schon mal hinten schnell die Welle abzuwehren. Und ich merke gerade auch, diese drei Biere, die ich hatte, die mir 9% Angriffsboost gegeben haben, sind jetzt auch ausgelaufen. Okay, gut. Nehmen wir nochmal Heilung. Nochmal Heilung. Nehmt euch mit. Weil dann trinke ich mir eine. Und nochmal mal mit. Ja. Da wird natürlich dann gemeckert. So, bevor wir gehen, mache ich mal einen Screenshot, den ich mal auch wieder nutzen kann. Sonst vergesse ich es ja wieder, wie allzu oft. So, ja, ich behalte die Bombe. Ich kann 100-mal ausweichen, also ich kann die ganze Zeit ausweichen, ohne dass ich irgendwie ein Limit habe eigentlich. Weil nach einer bestimmten Zeit, wenn man ausweicht mit den normalen Waffen, dann wird man langsamer ausweichen. Da gibt es so ein... wie so ein Geräusch, dass man nicht mehr so richtig rutscht. So, so viel dazu. Kurz warten und ausweichen. So viel dazu. Hat ja gut geklappt. Hey. Was ist das denn hier? Ja, ich sollte im Diagonal ausweichen, und zwar... ich kann jetzt gerade nicht diagonal ausweichen, aber... also, sollte gerade nicht ausweichen. Oh, danke. Hab ganz vergessen, dass der, ja, diese Fliegen hier beschwören kann. Okay, ich bewege mich schnell. Jetzt muss man hier ganz besonders aufpassen, weil der macht jetzt gerne den Tornado. Wenn er da steht. Aber ich bin gerade echt nicht der Meister, was seinen Schattendingern hier ausweichen angeht. Oh, das ging jetzt doch. Vielleicht gibt es auch gut. Nee, nicht wirklich. Genau, wenn da oben ist, kommen gerne Gegner. Dann kann man hier einfach so ein bisschen schnell ausdünnen. So, und jetzt gleich müsste eigentlich down sein. Jetzt mit den Strahlen, daran erinnere ich mich eigentlich kaum. Ich glaube, das ist mir auch so gut wie noch nie passiert. Dass man dann so betäubt wird quasi. Naja, was es nicht alles gibt. Ich wollte schon sagen, wo ist der Ausgang? Der ist hier hinten. So, dann bewegen wir uns jetzt mal ein bisschen weiter zum Ziel. So, ich wollte letztes Mal schon ausprobieren, und zwar hier auf der Laterne. Dann so. Ja, weder Kuba noch ich haben es geschafft, auf die nächste zu springen. Aber naja, dem ist halt so. So, genau, euch zur Info. Oben wird meine Playlist gerade eingeblendet. Und da gibt es noch weitere Folgen vom schnellen Spiel und auch die Playlist vom wöchentlichen Event. Die ist sehr anschauenswert, finde ich. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal ein Like da lassen, wenn ihr möchtet. Und ihr könnt auch gern kommentieren, ob ich mehr schnelles Spiel oder wie gewohnt eigentlich mehr wöchentliches Event machen soll. Und sonst sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich allen noch einen guten Tag. Und man sieht sich dann. Bis dann. Ciao, ciao.